Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Ollihausen, ich bin der Shorty von der Test Area und wir haben in eigener Sache einiges zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Erstmal brauche ich einen Trecker. Du nicht. Du bist richtig angespannt. Du wirst jetzt erstmal dafür sorgen. Tiere. Hühner, nein. Kuhstall, ja. Mist abholen. Und das bringst du jetzt erstmal in die Produktion. Dünnerproduktion. Wir haben ja über den Winter haben wir ja auch keine Gülle und kein Mist geholt. So. Das müssen wir jetzt natürlich nachholen. Na, 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 na. Wo willst du denn hin? Na, also, geht doch. Du bist der kräftigste, du bleibst hier. Du wirst die Milchtour fahren. Milch haben wir ja auch nicht geholt und weggebracht. Das müssen wir auch tun, damit die Produktion wieder laufen. Die halt auf Milch angewiesen sind. Ne? So, Milch abholen. Das geht aber nicht in die Düngerproduktion, sondern in den Milchverteiler auf dem Hof. Let's go. Da auch einiges zu tun, ne? Ja, dann fahr halt da lang. Ja, dich werde ich jetzt ausstatten mit dem Mähwerk. Wir müssen unsere Wiese mähen. Mähen. 216.000 haben wir. Ein Konto. Ach, ist es wahr? Mann, Mann, Mann. Dann muss ich den Düngerstreuer da gleich rausholen. Ich will den großen Roder umparken. Den Roder. Können auch wieder eine Menge Kohle verdienen. Werde ich auch tun. Dann werden wir sehen, wie weit wir mit unseren ganzen Wünschen kommen. Ah, ja gut, das ist eigentlich egal. 25 oder 25 Ballen, das macht keinen Unterschied. Fährst du? Fährst du. So. Nein. Du. Ah! Wir sind auf Rundballen. Ich brauche aber Paletten, Europaletten. Vierfach. Ja, Europaletten. Weil mit dem, wir werden jetzt erst die Eier wegbringen, damit die in den Produktionskreislauf eingefügt werden und nicht hier rumstehen und gammelig werden. Ne? So, der einzige, der Eier im Moment bekommt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist der Bäcker. Ja. Wir fahren da mal hin. Ich bin immer noch überlegen, den Eierversand aufzubauen, dass ich nicht jedes Mal fahren muss. Aber dafür Bäcker. Dafür brauche ich halt aber auch entsprechend Platz, dass ich die Eier nur rübertragen muss. Ne? Aber naja. So, du wartest noch. Du wartest noch. Die machen alle ihr Ding. Ich setze jetzt mal eben den
Ne, lass den Anhänger hier. Wir setzen den Düngerstreuer mal hin. Damit das... Das sticht mir auch ins Auge. Den brauche ich gleich für die Sämaschine. Wir müssen eine Einzelkorn-Sämaschine haben, um die Zuckerrüben diesen Monat anzusehen. Ne? So. Wie heißt der Parkplatz? Hartendüngerstreu. Düngersteuer und benennen wir um in Parken oder danke. So, jetzt nehmen wir den erstmal aus dem Weg, wo er nicht stören kann. Mal, wollen wir mal gucken, wie wir das mit dem Roder hinbekommen. Das ist aber auch ein Brocken, ey. Junge, 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 Junge. Ja, die Fahrerei auf der Straße geht so bedingt, ne? Zum Einparken blockiere ich mal. Wird da die Knicklenkung, genau. So. Haken. Jawohl, wenn ich... Ach, ich werde sehen. Parken Ruder. Speichern. Anmachen. Findet keinen Weg. Anmachen. Hier sind zu viele Linien. Jetzt hat er einen Weg gefunden. Whatever. Ohne Knicklenkung hat der einen Mordswendekreis, ne? Aber mit Knicklenkung ist der nicht in der Lage, sinnvoll rückwärts zu fahren. So, nächster Versuch. Der eiert jetzt zwar rum, wie blöd. Naja, gucken wir, wie er rückwärts fährt mit der Knicklenkung. Der fährt die ganze Zeit auch sehr, sehr langsam. Ich habe keine Ahnung, warum der die ganze Zeit so langsam fährt, aber ist okay. Besser langsam, als wenn der mir hier über den Hof schießt und irgendwo hängen bleibt. Ich habe die Kurvengeschwindigkeit auch auf 50%. Naja, jetzt wollen wir mal gucken. Seht ihr, wie der zappelt? Mit der Knicklenkung. So kommt der niemals rückwärts irgendwo rein. Never. Boah, wie das aussieht, ne? Alter Verwalter, guckt das euch mal von draußen an. Naja, es geht. Es geht. Zumindest steht er nicht mehr im Weg. Ob der zu lang... Warum gehst du denn... nicht noch tiefer rein? So, ne? Das würde gehen. Müssen wir nur den Punkt weiter hinten? Ja. Also nächstes Mal klappt das. Der muss deshalb weiter rein, weil wir sonst hängen bleiben. Wegen den Spritzen. So, du. Ja. Der ist auch schon mit dem Mist soweit fertig. Jetzt zu dir, Alter. Hm.
Du bist eigentlich zu groß für den Scheiß, ne? Eins, zwei, drei. Es geht hier nur. Uns wegparken. Alles nicht zufriedenstellend hier, wie das läuft. So, dich mache ich aus, dich mache ich an. Der Vorteil ist ja, dass wir hier keinen Anhänger haben. Somit können wir beim Rückwärtsfahren auch sehr exakt sein. Ja. Ich glaube, das wird reichen, oder? Düngerstreuer. Dann muss der vom Standard in den Ort parken. Und dann muss der da umgespeichert werden. Und fertig. So. Einmal das. Umdrehen, das Frontgewicht reinstellen, ja, nicht so tief rein, das Frontgewicht, wir müssen ja vorwärts auch wieder raus, also Frontgewicht drauf, dann müssen wir wieder rausfahren. So, das ist Kompaktamente. Ich bringe dich jetzt zum Fahrzeughändler, mein Freund. Ne? Weil nur da kriegen wir die Einzelbahn-Seemaschine. Eine eigene haben wir nicht. Noch nicht. Die Frage ist, kaufe ich eine oder leihe ich eine? Kaufe ich eine oder leihe ich eine? This is a question. Of all this. So, wie sieht's aus? Zeit 13. Milch? Okay. Haben wir jetzt die letzte Milch, geht in den Versand. Ach, ich habe den Kleinen vergessen. Lift. Jetzt stellen wir dich natürlich um, Tiere. Fülle abholen. Produktion. Dünger anliefern, flüssig. Und die Gülle. So. Sehr fein. Ja, du bist hier fertig. Dann kannst du jetzt bei der 28 mähen. Jetzt ist es so. Jetzt fehlt wieder ein Trecker mehr, um mit dem Wender schon mal Heu zu machen. Naja. Kommt alles. Der kleine Butschi hier. Der macht jetzt
sie Wasser kühlen. Damit die Tiere voll versorgt sind wieder mit Wasser. Noch brauche ich den nämlich für nichts anderes, nicht zum Einfahren oder so. Ja, dann wollen wir mal gucken. Du? Nein. Du bist auf dem Hof beladen am Wasserbrunnen. Du kriegst die Wassertour. Wasser. Und dann brauche ich dich nur anschalten. Halt. Das stimmt ja nicht. Ich muss ja hier noch. Dass er mir auch alle Trigger, die Hühner und die Kühe, anfährt. Alle. So. Eier gehen zum Bäcker Lukowski. Wir gucken jetzt mal beim Bäcker rein. Wer kriegt gleich noch mehr Milch? Ne? Mehl ist da. Zucker, die Eier. Wir müssen uns noch um Erdbeeren kümmern und um Mohn. Erdbeeren und Mohn. Ja, mal sehen. Jetzt machen wir erstmal hier Lucky Lucky. Wir haben Weizen, wir haben kein Saatgut. Da ist die Milch, die wird verteilt. Wasser, Mischration. Diesel. Wir können für 77.000 Euro Diesel fahren. Elektrische Ladung ist nicht ein Brot. Für 57.000 zu Bossis Hotel kommen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind. Berliner. Wir müssen gucken. Hey. Hier. Berliner? Da ist noch nichts. Was ist hier? Berliner ist noch nichts. Zu weit weg, verstehe. Ja, das passiert. Ach, wir sind schon wieder so weit in Zeit. Du fährst jetzt zu Bossis Hotel. Da geht das Boot hin. Gut, du bleibst hier stehen, den wollte ich ja auch ersetzen, ne? Du bist leer, was können wir mit Schüttgut fahren? Normalerweise würde ich ja wie ein Bekloppten den Mineraldünger verkaufen. Liter. Aber da haben wir jetzt echt Eigenbedarf. 172.000 Euro würde der geben. Aber da haben wir jetzt trotzdem echt Eigenbedarf. Wir werden das so machen. Dünger und Kalk abholen. Und du gehst Produktion, Bäckerei, Diesel, Dünger. Treidemühle. Lambos Eis, Markus Fruchtland, da fährst du hin. Mit dem Mineral
Dünger. Ob das funktioniert, werde ich sehen. Okay, wir sind über der Zeit. Wir werden nächstes Mal hier weitermachen. Wir nehmen uns dann Einzelkorn-Seemaschine vor und gucken, was wir damit machen. Also welche wir nehmen, ob wir die kaufen, und es wird langsam eng auf dem Hof, gell? Mit Plätzen, Unterstellplätzen für Geräte. Naja, egal. Ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Der Link zum Community Discord Server befindet sich wie immer in der Videobeschreibung. Unter mehr Ansehen. Eben gucken wegen Wasser. Nein, ist nicht voll. Wiener Wasser ist voll. Okay. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist bei YouTube völlig gratis. Kann sich somit auch jeder leisten. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.